Herzlich willkommen zu Vlog 149. Der 149. Vlog ist der 10.000. Abonnent, oder? Also herzlichen Dank schon mal für 10.000 Abonnenten, auch wenn ich nicht weiß, dass es so ist. Viel Spaß! So, herzlich willkommen in einer neuen Woche. Die Tipps waren ja recht gut. Seht ihr jetzt da alles? Ich glaube schon. Aber jetzt fehlt wieder ein bisschen Öl. Also jetzt muss ich Öl nachfüllen. Und da der Öltank unterhalb der Kabine verbaut ist, ist es halt immer ein wenig Geschraubsel mit dem falschen Imbus. Hier unten ist dann der Öltank. So, jetzt müssen wir hinten schnell umbauen. Bei unser altes Ölfass ist leer und da geht's aufs Neue. Das müsste er erst noch hinterstellen. Hinschens Kinder. Da hebt wieder nichts. Jetzt warte mal, ich hänge euch wieder raus. Geht. Bis gleich. Sodele, nein mit dem Öl. Ah, es ist wenig Öl drin. Vielleicht hätte ich schon ein bisschen eher nachfüllen sollen. So, und jetzt heißt es treffen. Eieiei, das mit dem Zielwasser ist Montag früh noch nicht schwierig, du. Thank you.
So, einmal frei. So, guten Morgen zusammen. Jetzt mal wieder aus der Molkerei. So, noch kurz Hände desinfizieren. Und dann geht's los, ein bisschen spät ran. Wir bringen jetzt unser altes Schätzchen her. Ich muss das schauen, wo ich da mal hinstelle. Jetzt als allererstes müssen wir mal die Zipp-Leitung demontieren. Zipp-Leitung, Klugscheißerwissen, habe ich schon mal erklärt. Cleaning in place schimpft sich das Ganze. Sammelbehälter, dass wir unter die Düsen wegkommen. Das hier ist unsere Schaumabsaugung und zugleich der Überlauf in der Reinigung da. Putzen die Mädels immer alles gut ab da. Ah ja, das ist das. Die putzen das immer so gut ab, dass sogar die Markierung fehlt. Aber unser Mischkolben ist relativ gut. Das heißt, es schäumt auch relativ wenig. Also insofern, die bräuchte man nicht zwingend. So, jetzt müssen wir noch Speziale auf der Klipse machen. Weil eigentlich hat er ja zwei Füllköpfe. Jetzt klemme ich da oben einen ab. Na, sag mal. Runter, so, jetzt auch noch was. Sagen wir so, da gehen wir ihm volle Lotte bei der Reinigung und dann reduzieren wir das Ganze ein bisschen. So. So, da läuft er gut. Ja, passt schon. So, jetzt haben wir hier unsere Schläuche noch. Das müssen wir noch zusammenstecken. Und gerade bei Milch ist wichtig, dass alles schön desinfiziert ist. Beziehungsweise der Pasteur, den haben wir um 4 Uhr angefangen heiß zu fahren, dass der auch schön sterilisiert wird. Weil Milch ist eigentlich das empfindlichste Produkt. Das kürzeste MHD. Und da darf halt auch nicht schief gehen, weil sonst bläht die Milch auch. Wobei manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn der Kühlschrank zu warm ist, passiert es alles selber.
wisst ihr übrigens, was ich gestern Abend bestellt habe. Neue Tassen. Also, und zwar nicht nur die Standardversion, wie ihr sie kennt, also diese voll Milchtassen, sondern auch Hundi-Tassen. Yeah! Die sind saugeil. So, voreingestellte Höhe. Das ist prima. Hier drin ist so eine Gase, dreilagig, damit, wenn es zu ist, nichts nachtropft. Das ist immer Dichtung, Gase. Was erzählt? Keine Ahnung. Und sag mal, es ist ein Geprickel. Einmal, wenn der noch ein bisschen erwürgen wird, leck mich am Arsch. Ihr würdet jetzt sehen, dass da nichts nachdrückt. So, jetzt müssen wir also schon sputen, weil die Nadine kommt jetzt zum Sechse zum Kommissionieren. Meine Herren, hier ist das Verein. So, jetzt kommt uns die Waage, das heißt, wir bewegen jeden Eimer. Dass auch keiner was zu wenig kriegt. So, und wichtig bei jeder Waage ist, dass ihr guckt, ist die Libelle hier, das? Das Teil schön ausgerichtet, weil sonst kann euch das Eichamt, wenn mal eine Kontrolle ist, und die dürfen wir kontrollieren, wenn du Wagen hast, so richtig auf den Sack gehen, weil das verhindert ja eine genaue Messung. So, und jetzt hat. Schau mal, einmal. Gibt es. Muss ich. Spezialistin Dice-Stacking im Cup-Stacking im Armer-Stacking. Alter! So, so noch Deckel und eine Palette. Wir machen jetzt gerade einmal auf Palette. Übrigens Palette. Wir haben jetzt nochmal eine Lieferung an die Norma, also ihr solltet auch wieder Material von der Norma kriegen. Also, dann bis gleich! So, wichtig, das wird nicht immer extrem wichtig bei der Molkerei, auch wenn alles vollautomatisch geht, ist, dass man seine Sinne beieinander hat und dass man mal eine Leitung, also wir entwässern die Leitungen vorher, dass wir keine Vermischung von der Milch mit Wasser haben, dass man dann einfach mal die Nase hinhält. Weil man muss seine Sensorik da auch einfach ein wenig einsetzen, um den Reinigungserfolg zu bestätigen. Weil es kann der grüne Haken hinter der gereinigt sein oder der blaue, aber vertraue niemals blind der Steuerung. Also ist zumindest meine Überzeugung. So, jetzt hat, denke ich, gehen wir in den. Warte mal, wie haben wir das am schnellsten gemacht? Immer so, oder? Fast forward. Halt, wie ihr das so schon kennt, dann machen wir hier. Ja, das ist ganz geil, glaube ich. So, und Action!
war der erste Streich, der zweite folgt gleich. Die Palette ist voll. Das andere zeige ich euch immer, weil es ist ja im Endeffekt dasselbe. Also wer immer auch eine Molkerei bauen will, der muss sich darauf einstellen, dass er viele Sachen lange nacheinander macht. Aber das macht auch Spaß. Also insofern, bis später. So, jetzt noch nicht sauber machen. Die Maschine reinigt schon wieder. Jetzt habe ich den Rest wieder gar nicht gezeigt, ne? Scheiße. Machen wir das nächste Mal. Und jetzt heißt es erstmal frühstücken. So, guten Morgen. Herbst ist, wenn es hinten wieder gescheit dampft oder wenn der Kompost funktioniert. Im Stall fräsen so ein bisschen auf Autopilot. Da braucht man auch kein Lenkrad. So, jetzt haben wir wieder was Schönes, was wir machen müssen heute, und zwar wieder mal reparieren. Ich weiß nicht, wer das damals gesehen hat. Wir haben auf jeden Fall so eine Düse gebaut mit den Schreibers zusammen. Und das Problem an dem ganzen Zeug ist, das gammelt wie die Sau. Jetzt bauen wir die zwei Zylinder mal raus, dann schweißen wir das danach. Ich muss mal schauen, ob ich das so sauber arbeite, ob ich das so sauber hinkriege. Aber ich schweiße das auf jeden Fall nach und dann bauen wir die wieder ein und dann können wir im Nachgärer wieder ein bisschen nachrühren, weil das Rührwerk geht ja nicht bis ganz am Boden runter. Und dann schließen wir einfach die Pumpe an und feuern da mal eine Stunde rein und dann erledigt sich da viel von selbst. So ist immer der Plan. Machen wir einfach da noch Kacke. Also, jetzt schrauben wir das Ding mal auseinander. Was haben wir da? Ach so. Das sind meine Messer für die Biogas unten. Mal unseren Spezial. Da müssen wir heute auch noch was hinmachen. Es gibt noch so viel zu tun heute und eigentlich habe ich keine Zeit. Immer dasselbe, ey. Wo sind die ganzen Schlüssel schon wieder? Jetzt habe ich so ein Ding da und keiner nutzt es. Unglaublich. 17 haben wir. 20, naja, 20 passt für 19 auch. Yeah. Und dann, wenn das in der Schaufel ist, wird es einfach darauf hingeleert. Unglaublich, ey. Sowas nervt mich. Die Sachen nicht aufgeräumt werden, war ich wahnsinnig. Ich muss mal ein großes Schloss hinmachen. An die Werkstatt. Zutritt nur noch für Michael. Ich glaube, ich brauche auch so einen Raum wie das Van, wo die CNC aufgebaut wird, wo ich den ganzen Tag drin irgendwas basteln kann. Jetzt mal schauen, ob wir den Zylinder nicht noch zerlegen. Wo durften wir sie? Was denn? Selber machen? Ja, das weiß ich jetzt nicht.
ist jetzt nicht so arg, denke ich. Puckzillen, ja, unheimlich schleich, ne? Nee. Ah ja, keine Ahnung. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die anderen Knollen besser sind, weil das ist ja wenigstens schon keine Ahnung. Aber die anderen schleichen nicht, die haben Blähungen, ne? Ja, aber dann müsstest du zum Hufnagel fahren. Die Frage ist nur, wie lange die halten, ne? Ja, aber dass die dann drauf passen, wäre schon ein großer Zufall, ne? Aber das eine habe ich gesehen, der hat ja einen richtigen Beul gehabt, ne? Der da. Ist nicht der da gehen? Da hat er einen richtigen Beul gehabt. So? Ja. Den? Ja. So, wieder Biogas aus der Ferne richten. Ich glaube, es wird wieder ein langes Video. Sehr zu Lasten mancher, die gerne wieder kürzere hätten. Aber für mich ist das Schneiden einfacher. So, geht es jetzt da? Ich muss da echt noch so eine Platte jetzt hinbauen. Irgendjemand hat mir angeboten, dass er die Werkstatt repariert. Wann? Repariert? Aufräumt, meine ich. Können wir gerne machen. Habe ich gar keinen Stress mit. Ach, übrigens, weil ihr den Motor da seht. Hier, der ist verreckt. Das Schlimme ist, es kostet es mehr als das Motor richten, als hier einen neuen drauf zu bauen. Und jetzt hat unser Kompressor wieder volle Leistung. So, warte mal, Telefonschild. Bis gleich. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir die Hülsen da rausschrauben. Ich hoffe, dass es so einfach geht. Das Problem ist wieder, wenn ihr jetzt auch aufdrückt, verbiegen die. Ich lasse es einfach drin und schweiß schön sachte da rum. Gefällt mir nicht. Na komm, lass es drin, scheiß drauf. So, hey, jetzt kommt wieder der Feinmechaniker zum Einsatz, Menschenskinder. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Pfusch weiß. Mal sauber machen.
dieses Fuckgas, ey, das haut alles zusammen. So. Jetzt schauen wir, dass wir es irgendwie. Das ist eh schon immer außermittig geschweißt gewesen. So wie ich das sehe, das klemmert das irgendwie fest. Jetzt passt auf, mein neuer Schweißhelm. Ich bin gespannt. Naja, ein wenig krempelig ist er, aber da 200 Euro für so einen Schweißhelm auszugeben, sehe ich ja gar nicht. Das ging auf die Nase. Der passt noch nicht so. Der andere war schon eingeranzt. So richtig schön. So, mal schön Zettle. Auf was schweißen wir das? Auf eher wenig, ne? Machen wir da so 40 mal. 40 schön sachte. Ey, ich tue, als würde ich wissen, was ich da mache. Echt? Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn ich mit zu viel Hitze schweiß oder zu viel Strom schweiß, dass das ganze Ding einfach nur dass das einfach nur heiß wird und sich da ein wenig einschmilzt. So. Und dann der Kolben gar nicht mehr dicht wird und auch nicht mehr läuft. Und das wäre scheiße. So, das muss schön fest sein da. Schöne Grüße an die Schreiber, Jungs. Hätte der mal gescheit geschweißt. Na, Schmarrn. Die Sensitivität ist aber scheiße eingestellt hier. So, jetzt muss ich sehen. Ha, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Dass das Ding keine Edelstahlhülsen sind. Verdammt. Was das erste Riesenproblem ist, dass der Schweißhelm irgendwie nicht so mag wie ich. Sag mal, was ist denn das für Schrott? Low Sensitivity, High Sensitivity? Oh, schon ist es scheißegal, ne?
Ich glaube, wir müssen es anders machen. Zumindest. Wir müssen den Kolben zerlegen. Ja, das war echt hartig. Alles ein bisschen verbrutzeln. Oh Gott, ich kann einfach mal nur. Ja, schaut mal an. Genau deswegen, verdammt. Ach, hätten wir es mal gleich gemacht. Schaut. Ah, hab wieder geschlampert. Verdammter Scheiß. Naja, also machen wir einen neuen Dichtring auch noch drauf. Aber jetzt kann man dazu brutzeln, oder? Ja, schön ist es nicht. Aber ich weiß auch nicht wirklich eine wirkliche Alternative. Schweiß. Den müssen wir mal ein wenig schärfen oder spitzen. Wenn die Spitze schön spitz ist, können wir besser das Schmelzbad erzeugen. Oder Schmelzbad? Schweißbad heißt es. Und damit haben wir nicht so viel Hitzewirkung auf dem anderen Teil, sondern nur auf den Teil, den wir schweißen wollen. Also so ist die Theorie. In der Praxis bin ich da auch nicht so gut. Insofern brutzeln wir es jetzt einfach rein. Und das Öl suppt durch die Gegend. So. Was ist denn das für ein Kackteil, ey?
Jetzt geht man mal auf und dann blitzt es mir in die Augen. Leck mich doch am Arsch, echt. Scheiße, jetzt muss ich mal dort zu machen. Da hinten geht's rein. So, im Endeffekt wisst ihr, worauf es ankommt. Nicht zu heiß schweißen, auch wenn das Ding da glüht, ne? Ja, ich tue mein Bestes. Also, bis gleich. So, jetzt passt auf. Also, wir haben einen Teil wieder eingebaut. Der erste ist auch wieder dicht. Da, gucke ich mal Schweißnaht an. Geht schon, ne? Für einen Pfuscher passt die Schweißnaht schon. Oh! Hermann, servus! Hermann muss langsam da! Oh, ist der Mist recht schwer, vermutlich. Das kann schon passieren. So, und bei dem, was habe ich da gemacht? Da, das Scheißgewinde vergammelt. Weil da hätte man es gleich ein wenig so aus, nennt man das Aushonen? Das Aushonen sollen? Nee. Ich schmeiß mal mit Fachbegriffen um mich, auch wenn ich nicht weiß, ob es so stimmt. Die hätte man auf jeden Fall. Hoppala! Die hätte man auf jeden Fall nochmal nachziehen müssen. Weil das Schweißen ist dann trotzdem. Ein wenig aufgegangen. Naja, was willst du machen? Jetzt müssen wir wahrscheinlich Montag Hydraulik weiter und dann gucken wir weiter. Also, bis dann. So, alter Schwede. Was ist da wieder los? Echt jetzt? Oh, ich komme aus dem Flicken nicht raus, echt. Das langweilt mich manchmal. Und wenn nicht alles werkt, soll ich selber bei dir hast? Yeah! Was geht da? Alter! Wenn es nicht alles Werkzeug da hast, dann bist du echt der Depp. Das wäre mal echt geil, wäre so Drehbank. Sowas hat eine Drehbank, ne? Müsste eben das Zeug mal aufschicken. Gewinde rausziehen. Aus dem Kolben, das wäre echt geil. So was selber machen. Aber naja, ich glaube, ich lasse es. So, also, jetzt tun wir schnell füttern und dann. Dann geht's nach Nürnberg, unseren Käse in die Hudergasse bringen. Unseren neuen, wir haben jetzt Butterkäse auch noch. Muss den Online-Shop auch noch stellen. Oder, jetzt wartet mal, ich muss an die Zeit denken. Eigentlich ist der bis morgen. Ja, der ist bis morgen drin. Also insofern, könnt ihr den auch haben. Und ich schaue jetzt mal, ob ich die 3D-Animation kriege von den Tassen.
die Hundi-Tassen. Da bin ich so gespannt drauf. Hundi! Wir haben wieder heute einiges nicht geschafft. Trotzdem, falls euch die Videos gefallen, dann abonniert den Kanal. Nächstes Ziel, 20.000 Abonnenten. Nee, doch. Also, teilt und liked und schreibt mal in die Kommentare, was ihr als 10.000er Abo Spezial wollt. Macht mal so, habe ich gehört. Aber dir ist das völlig wurscht, ne? So, wir machen mal Schluss für heute, oder? Na? Schluss für heute und dann sehen wir uns in alter Frische am Montag wieder oder morgen wieder. Ich weiß nicht, ob ich heute oder morgen noch was aufnehme. Nee, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Also pünktlich in alter Frische und ey, wir kriegen ja direkt den Rhythmus rein, jeden Sonntagabend. Fast pünktlich, 20.15 Uhr. Fast. So, frisch gefräst, Viertelstunde später. Wird er wieder voll liegen. Und die Ziegos, die meckern noch. Die sind jetzt seitdem sie fest eingesperrt sind, meckern die ein bisschen viel, weil die ja draußen waren und alles verkacken konnten. Also das haben wir jetzt gemacht, dass sie jetzt drin bleiben und jetzt hat meckern und mosern sie, ne? Nick, komm mal hier! Ne, da kommt ihr beide, ne? Da kommt ihr beide. Und der Hund auch? Ja, komm her! Ja, Hundi! Jetzt haben wir es nicht gesehen, ne? Der rennt da einfach auf. Ne, Hündchen? Also ich hoffe, dass jetzt die Hundi-Tassen jetzt im Online-Shop sind. Also, bis dann!